Hallo und herzlich willkommen hier auf 4Wheel Travel. Ich bin der Thorsten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, das Wetter ist schön, der Sommer steht vor der Tür und für viele von uns sicherlich auch eine neue Urlaubsreise mit unserem geliebten Camper, Wohnmobil, Wohnwagen oder wie auch immer. Und ich muss sagen, ich freue mich schon wahnsinnig wieder auf eine tolle Tour. Wir haben zwar schon ein paar kleine Touren gemacht. Wir waren am Brombachsee. Ich habe mich ja so in den Brombachsee verliebt. Da gibt es so tolle Stellplätze. Der See als solches, wenn man überlegt, was da aus einer ehemaligen Talsperre entstanden ist, wirklich toll, kann ich nur empfehlen. Aber wir werden auch mal so kleine Touren machen, so einfach mal abends an einem Werktag irgendwo auf dem Stellplatz sich hinstellen. Und dann vielleicht dort was essen gehen. Wir sind ja auch Mitglied vom Landvergnügen. Und da gibt es sicherlich die ein oder andere Möglichkeit, dass wir mal sagen, wir hauen da abends mal ab. Es bleibt ja lange hell, vielleicht kann man noch eine Runde Fahrrad fahren. Dann geht man irgendwo was essen oder macht selber was, grillt vielleicht etwas. Und am nächsten Tag einfach wieder nach Hause fahren oder von dort aus gleich ins Büro. Wie haltet ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht? Ein Urlaub im Grunde, nicht weit weg von zu Hause, einfach mal eine Nacht woanders schlafen und doch im eigenen Bett. Also schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Aber viele von euch gehen vielleicht auch jetzt länger auf Tour, einige Wochen. Die großen Ferien stehen ja an und vielleicht fährt der eine oder andere von euch nach Südfrankreich oder sogar nach Spanien, je nachdem, wie viel Zeit man hat und wie sehr man die Hitze mag. Wir sind auf unserer Tour seinerzeit von Spanien und Portugal über Frankreich zurückgefahren, über Uchon bzw. über Orange. Und ich glaube, das ist die A7 Richtung Montpellier. Also eigentlich liegt es genau auf der Strecke, wenn man so aus Lyon kommt oder von den Alpen, von der Schweiz. Also eigentlich eine ganz tolle Strecke, man fährt keinen großen Umweg und oberhalb so von Orange gibt es den Ort, ist es oberhalb? Ich glaube oberhalb von Orange, ja, gibt es den Ort Uchon. Und das ist ein ganz toller Stellplatz gewesen. Uns hat er unheimlich gut gefallen und Orange ist nicht weit weg von Uchon. Und man kann dort auch sich Orange mal anschauen, wenn man ein bisschen Zeit mitnimmt. Die haben ja so ein tolles Amphitheater und auch ein... Also ein Torbogen wie so ein Arc de Triomphe. Also die haben da wirklich ein paar Sehenswürdigkeiten. Hat so 28.000, 30.000 Einwohner die Stadt. Wie gesagt, ist nicht weit weg vom Stellplatz. Ich glaube, da kann man sogar auch locker mit dem Fahrrad hinfahren. Also jetzt geht es aber um den Stellplatz von Uchon. Ist bezeichnenderweise in der Gegend, die nennt sich Grappe. Und das kommt uns doch sehr bekannt vor. Da gibt es doch den Monte Grappa, nicht weit weg von uns hier. Also schaut euch den Platz an, vielleicht ist es was für euch. Und wenn euch das Video gefällt, wenn euch der Hinweis gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr es mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß bei der Stellplatzvorstellung von Uchon. Servus, ciao. Ja, und dann sind wir über Pépignan, Narbonne und Montpellier direkt nach Orange gefahren. Wir haben uns zwischendurch diesen Platz gesucht und haben den dann oberhalb von Orange gefunden. Das ist Uchon. Der Tag neigte sich dann so langsam dem Ende. Als wir auf dem Platz ankamen, da waren gerade noch so die letzten Sonnenstrahlen zu sehen. Ob man hier rechts parken kann, vielleicht in der Hochsaison, ob das so Ausweichparkplätze sind, kann ich nicht sagen. Hier lagen jetzt Steine. Das muss man dann sehen, ob im Sommer hier vielleicht ein bisschen mehr Platz ist. Insgesamt steht man sehr gerade. Man braucht also keine Keile. Alles ist planiert, also beziehungsweise geschottert. Und ist sehr, sehr easy zu befahren, auch wenn mal schlechtes Wetter sein sollte. Die Plätze sind in Ordnung, recht großzügig für einen Stellplatz. Hier sieht man jeweils ein Fahrzeug stehen auf einem Stellplatz für zwei Fahrzeuge. Wir hatten natürlich reichlich Platz. Ich denke, wir waren die ganze Nacht über nicht mehr als vier Fahrzeuge. Jeweils zwei Anschlüsse für beide Plätze, CEE und Schuko. Offenes Feuer und Grillen ist verboten, Hunde kacken auch und wenn es mal einer macht, dann sollte man den Unrat natürlich auch wegräumen. Wir hatten wirklich reichlich Platz, da sieht man, wie gut wir da gestanden haben, Platz zur Seite, jede Menge.
Die Hütte rechts war nicht besetzt, es kam also auch niemand, der uns abkassiert hatte. Das passierte am nächsten Morgen. Oben rechts war der Hofladen zu sehen. Der war natürlich geschlossen, als wir da waren, aber die Bilder, die auf der Webseite zu sehen sind, sind doch wirklich recht ansprechend. Ich denke, da findet man was für die Heimreise. Ja, dann geht es zur Entsorgung. Die gibt es natürlich auch. Allerdings kann man keine Schwarzwasser entsorgen. Es gibt also keine Toilettenentsorgung. Grauwasser kann natürlich entsorgt werden. Kostet 5 Euro eine Leerung und der Stellplatz liegt bei 12 Euro, sodass wir für die Nacht bei 17 Euro waren. Ja, Frankreich ist ein bisschen teurer. Wir haben dann 20 Euro gegeben und haben uns dann verabschiedet von diesem schönen Platz Air de la Grappa. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.